So, ich bin präsent. Du sitzt wieder weiter hinten als ich. Kannst du ein Stück vorrutschen mit deinem Porsche? Jetzt fällst du gleich von der Bank. Tu dich mal so ein Stück nach vorne lehnen. Tu mal so, als würdest du deine Ellenbogen auf den Tisch lehnen. Ja. Genau. So richtig so machen, so, dass der Bizeps brennt. Kann ich nicht, weil hier die Kacke ist. Das ist beim Hannes aber auch immer. Immer jeder, der neben mir sitzt, sieht immer irgendwie so klein aus. Wenn ich immer so, weiß ich nicht. Ja, obwohl, der Hannes ist präsent, ja, aber der sieht irgendwie da immer anders aus. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist das Muttertier, das ist der Ramses. Wir sitzen draußen am Challenge-Tisch. Ich bin noch halb erkältet, der Hals tut weh. Aber ich möchte trotzdem heute dieses Tasting machen, denn wir haben das gestern eingekauft. Ganz frisch, ganz aktuell, die zwei neuen Gönnergy-Sorten von Montana Black. Ich werde gleich noch ausführlich über die anderen sechs verschiedenen Sorten reden, die es schon gab. Und gestern im Stream habe ich euch auch mal abstimmen lassen. Ich möchte das Tasting mit dem Muttertier machen, aber wo? Auf dem Balkon gemütlich oder am Tisch in der Küche, wo ich jetzt abends immer so Ramses Kitchen-Folgen mache, wenn das Wetter richtig kacke ist. Oder am Challenge-Tisch, wo ich sonst immer mit Hannes sitze oder wir die Bier-Tastings machen. 80% hatten zuallererst gesagt am Challenge-Tisch. Das ging dann immer weiter runter, aber 69% sind immer noch übrig geblieben für den Challenge-Tisch, für diesen Tisch. Deswegen sitzen wir heute einfach mal draußen am Tisch, wo Hannes sonst immer sitzt, jetzt aber mit dem Muttertier. Und weil ich jetzt hier die Dosen testen möchte, haben wir uns was Tolles ausgedacht. Ich werde mal wieder hier die Klamotte anziehen. Du bist auch schon gefragt. Setz dir mal die Brille auf und zieh dir mal den Hut an, denn wir wollen das jetzt wie damals, was hatten wir? Ich glaube, Alge to go mit Hannes vom Knossi. Und das ist ja jetzt hier die neuen Gönnergy-Sorten von Montana Black. Da muss man sich ja entsprechend kleiden mit dem Buckethead von McDonald's und der Brille dazu. So, das sind die zwei Sorten hier, um die es geht. Es ist jetzt wieder kompliziert, es in Szene zu setzen, weil drin hast du die Dose einfach ins Bild gehalten und man hat die Dose gesehen und das hat gepasst. Hier sehe ich jetzt wieder weniger, aber irgendwie muss das für Thumbnail ja trotzdem drin sein. Das sind die zwei Sorten, die es gibt. Wir haben jetzt vier Dosen. Wir haben zweimal Cactus Kick und wir haben zweimal Arctic Ice. Das heißt, da ist gar kein Bild. Verdammt, das Bild ist hier gewesen. Ach, das ist aber auch kompliziert. Am besten du nimmst die beiden irgendwie mal in die Hand mit dem Bild nach vorne und hältst sie irgendwie so hier rein und guckst dabei lustig. Dann haben wir vielleicht ein Thumbnail. Und das muss dann irgendwie so hinhauen, keine Ahnung. Die zwei lasse ich erstmal zu. Ich habe ja Bock. Das hole ich mir her. Ich muss sagen, ich freue mich mehr auf Arctic Ice. Deswegen fangen wir mit dem Cactus Kick an. Die Dose. Ich war ja von den ersten Editionen, die damals rauskamen, die ersten drei Dosen fand ich ja richtig cool, weil die so richtig schön matt waren. Hat mir gefallen, auch die Farben. Das finde ich jetzt zum Beispiel wieder nicht so schön, weil für mich sieht dieses Grün halt so, ja, nicht so farbenfroh aus, nicht so kräftig. Es ist halt so ein blasses Grün und spricht mich leider nicht an. Es ist schön, dass hier in dem O von dem Gönnergy, da ist der Kaktus drin. Das ist ja immer sehr detailliert, dass das zu der Sorte richtig gut passt. Ihr habt auch wieder dieses Ui, 500 Milliliter draufstehen. Ansonsten Cactus Kick. Geschmack, und eiskalt. Hier drinne, oder Eispunkte. Eiskalt genießen. Ja, das ist Kohlensäure, sieht man hier. Und es hat auch wieder den goldenen Nippus. Durch die Sonnenbrille erkenne ich auch kaum was. Und das ist die Limited Edition Nummer 2 bei Monte. Eigentlich sollen die ja erst ab Donnerstag oder so, glaube ich, direkt im Handel sein. Ich habe es jetzt im Rewe schon entdeckt vorher, deswegen wollen wir das jetzt mal probieren. Also von der Dose her finde ich es also leider nicht so toll wie die ersten drei Editionen. Vom Geschmack her müssen wir gucken. Und die Sorte Cactus Kick, also mit Kaktusfeige, oder? Steht noch mal hinten drauf. Kaktus Fruchtgeschmack und Süßungsmittel. Jetzt. Ja, da müssen wir ja mal wissen, wie Kaktus schmeckt eigentlich. Pupsi ist jetzt auch um die Ecke. Das heißt, damit ihr die Farbe seht, fülle ich jetzt mal hier zwei Stampe ein. Einen für Pupsi, einen fürs Muttertier. Ich werde aus der Dose mal probieren. Oh, die Farbe ist cool. Das ist die Farbe, das ist die Farbe. Guckt euch die Farbe an, es ist rosa, es ist, keine Ahnung. Hier ist deins, hier ist deins. Ich trinke mal aus der Dose, lasst es mal kurz auf der Zunge euch zergehen mit Kaktusfruchtgeschmack. Oh, sie dreht sich schon weg, sie muss schon halb göcken, was ist denn los?
der Anfang dann geht, dann brech süß. Da bin ich mal gespannt. Ich finde, am Anfang erinnert es wie so ein Bonbon. Ja. Und dann Zucker. Oh, ich bin gerade positiv überrascht. Das hat wirklich einen mega fruchtigen Geschmack, wie eine Süßigkeit. Ja, ja, fruchtig ist es. Weil es ja schön kalt ist und so. Und ich habe gedacht, im Abgang, wenn ich jetzt absetze, da kommt wieder dieses Eklige nach von dem Süßungsmittel. Aber ich finde, nee, hier schmecke ich das Süßungsmittel gar nicht so raus. Also ich finde, der Abgang ist ganz gut gelungen. Stimmt. Schmeckt nicht schlecht. Wenn du jetzt die ganze Dose trinkst, hast du bestimmt direkt wieder Bauchschmerzen. Also das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber so, von dem Probieren her jetzt, muss ich sagen, finde ich... Kannst du noch einen Schluck ein? Ja, komm, ich schenke dir noch einen Schluck ein. Hau mal hier nochmal rein. So, Pupsi brauche ich nicht, das weiß ich. Ich muss auch nochmal probieren. Ach doch, das kann man eigentlich tun. Ich fand ja die ersten drei Sorten, jetzt können wir sagen, fand ich alle richtig schlecht. Hat gebrannt, hat gebitzelt, hat chemisch geschmeckt. Das war so pappig durch das Süßungsmittel, voll übertrieben, heftig Süßungsmittel drin, das war gar nichts. Von den ersten drei Sorten fand ich dann das Raspberry Cheesecake noch am besten, weil das war angenehm zu trinken, aber auch davon habe ich immer Bauchschmerzen bekommen und mir ging es immer richtig schlecht, wenn ich eine ganze Dose hatte. Das finde ich jetzt gerade angenehm zu trinken erstmal, aber ich glaube, es ist wie bei Raspberry Cheesecake, eine ganze Dose und dann hast du auch wieder Bauchschmerzen. Stelle ich das mal kurz zur Seite, denn ich brauche das ja noch, weil ich am Ende ja noch beide zusammen probieren möchte in einem großen Schack vom Ernesto. Wir haben noch eins hier stehen und zwar den Arctic Eis Geschmack. Da steht einfach nur drauf mit Eis-Bonbon-Geschmack. Ich mag eigentlich gerne Eisbonbons, finde ich gut. Ich bin ja einer, der auch bei Knossi-Alge immer sagt, der Likör ist eklig, aber der mit Eisbonbon-Geschmack, der Likör, den fand ich gut. Likörfreund, nein, aber Eisbonbon-Likör fand ich wieder gut. Bin ja auch Pfeffi-Freund, deswegen mag ich eigentlich solche Dinge. Die Dose gefällt mir leider wieder nicht. Die ist halt so einfach nur komplett Metallic-Look mit bisschen Blau dran. Ihr seht zwar hier im Öl jetzt den Eisberg und die Bonbons daneben. Das passt auf jeden Fall, aber ich finde es nicht ansehnlich und schön. Also wenn ich das so sehe. Aber das Silbrige ist ja wie halt Eis, ne? Ja, es soll halt genau das sein wie wo, aber ich finde, das finde ich trotzdem nicht ansprechend. Ich hätte eine weiße Dose mit hellblauem Eisschriftzug, hätte ich vielleicht besser gefunden, weil das hätte auch eher wieder dieses matte, das matte Feeling statt dieses blecherne, glänzende. Sieht für mich dann immer minderwertig aus, aber die meisten lieben das ja. Ich mag das auch. Ihr habt wieder den Gold-Bibus. Ja, was, du magst das? Das? Ja, das mag ich. Wenn sie so glänzen, nicht so silber. Das oder wieder alle gegen einen verschwören. Das mag ich. Dann mache mal das Arctic Eis auf, da denke ich jetzt, das ist blau. Na, jetzt das muss jetzt schön hellblau sein. Jetzt schenke ich dem Muttertier ein, ich schenke Pupsi ein, die nämlich mich jetzt auch probieren möchte. Ja. Wir haben die richtige Farbe, das sieht schon mal gut aus. Ja, so. Wieso muss denn jetzt die Sonne hierher kommen? Ich muss es drin nochmal filmen, wenn es so weitergeht. Das ist ein sehr schönes Blau. Das sieht aus wie Gletscherwasser aus dem Rewe von der Schwarzbacher Brauerei. Ich gebe dir mal deins. Ja, es ist schön, ja. Hat ein bisschen was natürlich hier auch von dem Eismint, Likör, Alge. Das Angenehmste, es fängt auch noch an zu regnen, oder die spucken alle, ich weiß es nicht. Es fängt an zu regnen, ist nicht so frech süß wie die anderen, finde ich. Es war auch süß, aber nicht so extrem, aber eine ganze Dose könnte ich nicht trinken. Aber es schmeckt wirklich wie dieses Bonbon. Ja. Jetzt wollte ich sagen, da fehlt mir ein bisschen Süße, wenn ich direkt trinke, aber dafür ist beim Absetzen ja der Geschmack da von dem Bonbon. Von dem Bonbon, ja. Dass das ja nicht brechsüß sein soll, sondern es soll ja eigentlich erfrischend sein. Und das erfüllt es eigentlich ganz gut, dass es erfrischend ist. Aber ich merke jetzt schon wieder Bauchschmerzen. Vielleicht ist es immer noch vom ersten. Ich weiß es nicht. Die Dose finde ich, wie gesagt, absolut hässlich. Die Farbe an sich von dem Getränk ist richtig toll. Der Geruch
Es riecht gut, es sieht gut aus, es schmeckt gut, okay. Ja. Aber eine ganze Dose, ich weiß nicht. Weil wenn ihr eine Tüte Eisbonbons habt, wie viel esst ihr denn dann davon? Ein, zwei, dann ist auch wieder gut. Ihr esst ja nicht eine ganze Tüte Eisbonbons mit einmal. Das macht man vielleicht mit Kaubonbons, dass man eine ganze Tüte isst. Aber Eisbonbons isst man doch nicht die ganze Tüte. Das ist so wie Menthol oder Eukalyptusbonbons. Dann nimmst du mal ein, zwei zur Erfrischung kurz, aber nicht mehr. Willst du hier auch noch einen zweiten kommen? Ich schenke dir hier auch noch einen zweiten Eigen mit einer blauen Farb. Super. So, bitteschön. Bei beiden sehr toll. Also da muss ich sagen, da fand ich die ersten Sorten trotzdem immer noch am schlechtesten. Ja. Bei den zweiten war ich überrascht. Die kamen dann von einem anderen Hersteller auch und die haben mit dem Süßungsmittel ein bisschen gegeizt, was dem zugute kam, dass das nicht so pappig war im Abgang. Die, einmal fruchtig und einmal erfrischend. Eisig, kann man trinken. Hat auf jeden Fall was, auch wenn die Dosen immer noch total hässlich sind. Also meins ist es nicht mit den Dosen, aber trotzdem. Jetzt wird es schön nass, kalt. Jetzt wollte ich schon Tschüss sagen, ich musste noch chucken, warte mal. Jetzt schenkst du mir zum Vergleich nochmal von dem anderen, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Oh, da muss ich ja gleich die andere Dose auch noch aufmachen, weil ich habe nämlich dann gleich nichts mehr. Jetzt hast du hier wieder das Rosa, ne? Ja. Das ist jetzt hier der Ernesto. Der Ernesto möchte ja eigentlich jetzt, wenn wir beides mischen, mal gucken, wie das dann schmeckt. Ich verstehe auch nicht, wieso sie jetzt plötzlich, ach, es wird lila, okay. Wieso sie jetzt auf einmal nur zwei Sorten gemacht haben. In der ersten Charge waren drei Sorten, in der zweiten Charge waren drei Sorten. Wieso sind es jetzt nur zwei? Da fehlt eins, wir hätten jetzt auch noch eine dritte Sorte gebraucht, das wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Neben Kaktuskick und artiges Eis hätten wir noch also, was Drittes gebraucht. Wenn ich gebraucht. Die zwei jetzt nochmal vergleiche, weil ich ja jetzt noch eine Davos getrunken habe, würde ich dann trotzdem sagen, dass die hier doch, also diese Eisbonbons, das doch besser schmeckt als das andere. Schmecken beide, aber das schmeckt etwas besser noch als das andere, als das erste. Das sieht aus wie eine Nachtlampe hier. Das ist eigentlich lila, aber es ist gleichzeitig auch so. Na, jetzt ist es ja so gläserig durchsichtig, dass du da richtig durchschauen kannst und das richtig abgespaced aussieht. Also wenn man das sieht, okay. Das wollen wir jetzt trinken noch zum Abschluss und ich glaube, das ist wieder mal ein richtig. Und wenn es jetzt regnet, gibt es einen Regenbogen? Nee, hoffentlich nicht. Ich sehe halt durch den blöden Sonnenschein, die Sonnenbrille und das Abgedunkelte, ich sehe absolut gar nicht, was ich überhaupt filme. Ich habe nie wieder drehe ich draußen Videos, außer es sind Bier-Tastings, da ist einem eh alles egal. So, ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Muttertier, die Sonne geht weg. So sieht's gut aus, war es super. Na super, hat's geschmeckt. Würde ich mir nicht nochmal kaufen. Ich weiß ja nicht, was es kostet, vielleicht ist es teuer. Das ist wichtig, dieses Rumgeschmatze, das gehört dazu. Das dafür liebe ich, ja auch mal dafür liebe ich Badlands Chuck. Ach so, ja. Das hätte mich auch mal interessiert. Wie das soll ich dir nochmal ein komplettes Glas voll machen, dass du es gemischt trinken kannst? Komplett. Aber ich hätte mal probiert, ja. Ich habe jetzt Bauchschmerzen, es ist wie immer. Ich mal, es ist okay, mal zum Genießen, für zwischendurch, mal immer mal einen kleinen Schluck, aber dann wird es ja auch wieder warm, aber so richtig kann ich mich mit Gönnergy trotzdem nicht anfreunden, aber irgendwie kann ich mich mit gar nichts einfreunden. Und deswegen war es das jetzt von meiner Seite aus. Und ciao. Habe ich noch was vergessen? Ich weiß es nicht. Habt ihr die zwei Sorten schon gesehen und probiert? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Boah. Ciao, ciao. Ich wünsche mir wieder Raspberry Cheesecake. Da wusste ich, wovon ich Bauchschmerzen habe und da sah die Dose wenigstens noch gut aus. Ciao.